Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man Overlord 2, ihr 93 Jury. Ich denke, ich habe die Idee und ich könnte mir eine scheuern, dass ich darauf nicht früher gekommen bin, wie ich die Stelle mit den Stacheln schaffe. Natürlich muss ich erstmal schauen, ob sich meine Theorie auch bewahrheitet. Wenn ich das aber schaffe, habe ich wieder zwei Stellen dieser Stage bestanden, die mir so viele Probleme bereitet haben. Gut. Soweit, so gut. Das alles ist ja kein Problem. Außer der Kopfschuss, der konnte meine Erinnerungsfähigkeit ein bisschen beeinträchtigen, aber naja. Solange es nur das kleine hin ist und das war das große. Jo, wow. Das war aber ein tiefer Schuss hier. Wo hast du denn hingezogen, du kleine Schlammerle? Na? Alle, ja. So. Jetzt komm mal her, du. Ein Totenpfahl. Ja, genau. Ein Totenpfahl für dich, denn jetzt bist du tot. Haha. Hoppala, Vorsicht. Beinahe hätte ich meine Fahrt verpasst. Okay. Hoppala. So. Bloß aufpassen, was der jetzt macht. Habt ihr nicht gesehen, wie dieses Bälle hinter ihm so hin und her wackeln? Das ist schon ein bisschen... Okay. Sehr schön. Baboom. Und sogar ein bisschen Energie wieder. Na, bist du mir nicht ein kleiner süßer Tropf. Alle hopp, so. So weit, so gut. Gleich kommt die Stelle und gleich kann ich zeigen, was ich mir ausgedacht habe, ob das klappt. Okay. Hoppala. Na so, na super. Jetzt ist da unten eine Falle entstanden. Hilfe. Na, dich lasse ich in Ruhe. Okay. Gut, was ist meine Idee? Ich glaube, der kann auf Stacheln landen. Ja? Oh mein Gott, wie lange habe ich bei der Stelle gebraucht? Wie lange? Hä? Wie? Fällt der runter? Nein. Da muss ich schnell sein. Ich bin ein schneller Tänzer. Vorsichtig, bloß nicht in die Stacheln rein. Keine Linkskurve machen. Sehr schön. Boom. Okay, was kommt hier hinten? Hoffentlich keine Falle. Das sieht mir aus wie ein Midpoint-Check. Okay, was ist da unten? Ein bisschen dunkel. Ah je. Ah ne, hopp. Und hopp. Und hopp. Für Energie. Na gut. War schön. Na gut, jetzt kann ich mit dem Rushjet zurückfliegen. Hey ho, hey ho, wir singen und sind froh. Lalalal. Aber ihr habt jetzt gesehen, solange keine Gegner da sind, kann ich dieses Wiegenteil ziemlich gut meistern. Man braucht einfach den richtigen Rhythmus im Blut. Okay, das schaffe ich so. Sehr schön. Alle hopp. Na? Ich pass auf, wo du deine Kugeln hinten schießt. Oh lala. Sehr schön. Trifft dich gerade gut. Ja, ich bin auf jeden Fall am Mittelpunkt vorbei. Blöpp. Blöpp. Echt. Verglichen dazu diese eine Stelle ja. Pipifax. Oh ja, der war ja. Das sehe ich doch von hier. Spider-Man. Moment, kann das ihn eigentlich treffen? Das Dive Missile? Jupp. Lame tust du mir geben. Du bist ja so süß. Alle hopp. Ja, damit. Gut. Ah, du kommst nach unten, oder? Du fällst doch nach unten. Okay, was hole ich mir? Was tue ich auffrischen? Moment. Halt, stopp. Bevor ich hier was unnötig da mache. Zack. Okay, was lade ich auf? Am besten Balloon oder nehmen wir Balloon. Balloon. Dankeschön. So. Kleine Auftankstation, sehr nett. Ziemlich dunkel. Oh je. Ich muss Schläge hinnehmen, denn ich brauche das Licht. Und hopp. Und hopp. Wow. Das mit der Decke. Das mit der tiefliegenden Decke. Okay, wo ist der Mittelpunkt? Hier ist der Mittelpunkt. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Sehr schön. Aber ich hatte ein extra Leben. Im Grunde habe ich jetzt gar nichts verloren. Gut. Gut, 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 gut. Alle ab. Der arme Käfer, der sich für mich opfert. Ah, der singt mir eine Arie. Oh, Sole mio. La, 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 la. La. Ich mag den Bayer, also der Effekt ist einfach sehr schön. 1, 2, 3, 4. Und weg ist er. 1, 2, 3, 4, weg ist er von hier. Weil ich meine, ich bin zwar gut im da springen, aber wenn's... Ich darf die nicht töten, weil es ist dann dunkel und dann sehe ich ja gar nichts. Und dann kann ich das auch nicht erahnen. Dafür, so gut ist mein Rhythmus, sind auch wieder nicht. Ich brauche schon Licht zum Tanzen. Kann es sein, dass da oben was ist? Dass da oben was Geheimes ist? Moment. Nein, hier ist nichts. Schade. Okay. Okay, den Schlag einstecken. Okay, jetzt muss ich ganz am... ich war drauf, bin gelaufen und das hat mich wieder runtergeschubst. Sollte ich vielleicht einfach den Chat nehmen? Weil ich meine, ich habe den Chat und der hat mir auch im Original sehr gut bei dieser Stelle geholfen. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Oder ich probiere es zumindest mal. Ah, verdammt. Den hätte ich nehmen können. Das ist ja kein Problem. Echt, das ist... Verglichen zu der Stelle davor ist das hier ja ein Pipifax. So, da kam, glaube ich... Genau. 1, 2, 3, 4. Schaden tut er? Nicht mehr mir. Ich bin heute... Jetzt bin ich wieder gut gelaunt hier. Komm her, du kleine Ballerina. Du kleines Tanzer, du. Du kleines tanzendes Tanzer. Yeah. So, komm schon. Nö, ich tu dir nicht Schaden. Du bist mein Freund. Wenn ich den Rush-Set nehme, muss ich aber ziemlich genau fliegen. Hallo? Und runter, 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 runter. Und jetzt bin ich drauf. Und jetzt bin ich drauf und... Ich bleib verdammt nochmal hier drauf. Ich bleibe drauf hier. Hip. Und... Hing! Das geht ja gar nicht so hoch. Das ist ja fast schon hier wie im auf dem Rummel. Hä? Okay, also mit dem Rush-Chat durchgehen kann ich nicht, aber was ich gesehen habe, ist, ich komme mit dem Rush-Chat besser auf die Plattform drauf. Deshalb nutzt es ihn trotzdem. Ist es hilfreich, ihn zu nutzen. So, verdammt, was war das denn? Warum habe ich jetzt kalte Beine? Ich bin aufgeregt und jetzt geht die ganze Wärme in meinen Oberkörper, in meine Hände. Das brauche ich... Oh, verdammt nochmal, das brauche ich ja. Letzter Versuch war das gewesen, oder? Jetzt brauche ich nochmal alles wieder von vorne. Yep. Aber gut. Ich bin jetzt weiter. Ich komme bis zum Mittelpunkt. Das ist eine sehr gute Sache. Und beim Mittelpunkt gibt es sogar Kraft zurück. Energie, wenn ich sie brauche. Yep. Alles klar. So weit, so gut. Wunderbar. So mehr und mehr deckt sich der Level auf, so mehr und mehr weiß ich, wie es gemacht wird. So. Slime, danke schön. Nicht so nah hier. Kein Küsschen für dich, mein Freund. Kein Küsschen für dich. Vielleicht noch ein paar Tage, aber das Thema gehört jetzt hier nicht hin. Weil du kannst ja meine Nacht erhellen, mich beim Lesen unterstützen, dass meine Augen nicht so müde werden. Was? Ah, stimmt. Oh, nicht das, was ihr jetzt denkt. Ich werde natürlich Eddie nicht untreu. Nein, nein, nein. Als würde ich meinem lieben, getreuen Eddie untreu werden. Vergesst es. So wie er mir, so ich ihm. Ah, ja. Super. Super. Kann man das eigentlich so ein bisschen... Nee, nee. Na, nein, lass es. Das wäre jetzt ein unschönes... Das wäre jetzt nicht... angemessen gewesen, das Thema anzusprechen, deshalb lasse ich es.
Müsste auch gar nicht nachfragen, ich lasse es gut sein. So. Ah, komm schon. Genau hier. Du weißt, was ich brauche, Wasch. Du weißt, was denn ich hin will. Und du weißt, wie weit dann was du willst. Oh, ein Leben. Du willst ein Leben von mir? Kannst du vergessen. Hey. Okay, weiter geht's. Man muss nur genau aufpassen. Okay, dass der Wash auch wirklich landet und bevor man springt. Huh, Snap, so schnell. So schnell schießt nur der Chobo. Und auch einige weitere Mega Man Spieler. Das hätte ich zum Aufladen nutzen können. Schade, schade. So, ich habe volle Energie. Das heißt, den dritten Runden kann ich mir sparen. Wunderbar, kein Leben verloren, sogar ein Leben gewonnen. Yep, so soll's laufen. So soll's die ganze Zeit laufen. Sing deine Arie. Oh, oh, oh. Ah, das war ein hoher Ton. Und? Oh, oh. Und, hallo? Sehr schön. Bisher keine Verluste konnten beschrieben, aufgeschrieben werden. Wunderbar. Wenn es so weitergeht, sind wir gut im Geschäft. Achso, man kann auch einfach hier Deckung suchen. Und er macht sein hohes Stimmchen. Dann mache ich immer, wenn es doch ein hohes Stimmchen ist. Gut, hier kann ich mir auch Muni holen. Muni hier. Und nochmal Muni. Moment, ich mache dich erstmal tot. So. Okay, was brauche ich? Den Chat. Für den Chat nehme ich die Kleine. Den nehme ich den Weiher. Wir schwingen uns nach oben. Und dann tun wir den Ballon wieder auffüllen. Perfekt. Perfekt, Okato, meine Lieben. Okay, diese Stelle. Ich will dich nicht töten. Nein, will ich nicht. Okay, mal sehen, ob ich das gut, ob ich das wieder gut hinkriege. Okay. Okay. Okay, ich bin ihm gut ausgewichen. Lala. Oh, ich kann ja auch schießen. Ich kann ja dabei auch schießen. Hab ich total vergessen. Reicht das? Verdammt, Licht ist aus. Ich sehe nicht mal, wo Boden ist. Moment, der macht Licht. Im Blindflug zum Boss. Also jetzt soll noch einer sagen, der Joe hat kein Deppenglück. Oh, kein Leben verloren. Leute, Leute. Moment, ich warte mit der Waffe, ich habe kein volles Leben. Oh Leute, der Start wird gut enden. Oh ja, das habe ich ein Gefühl. Hoppala. Ah ja, der schießt und dann tut er auch die Zeit verlangsamen. Der springt ja auch umher, wie Toadman sein Gegenspieler. Ah, aber der schießt die ganze Zeit. Jetzt tut er die Zeit anhalten und er zerquetscht mich mit seiner Riesenwampe. Ich habe ihn bis zur Hälfte. Aber zumindest sehe ich, ich kann ihn auch bis zur Hälfte mit dem Buster und ich hatte nicht mal volles Leben. Und jetzt setze ich seine Schwäche ein. Jetzt passt mal auf, den werde ich da hinschmelzen mit dem Säureregen. Ja. Und danach habe ich die Waffe gegen Pharaoh Man. Oh ja. Okay, was macht er? Ah, gut ausgewichen. Autsch. Pass bloß auf. Ich will jetzt nicht sterben. Ich habe ihn so gut wie in der Tasche. Okay, ein Angriff noch. Und. Yes. It's raining death. Halleluja, it's raining death. Yeah. Nur ein Energietank verbraucht. Ist gut. Ist gut, gut, gut. Und los. Spiel die gute Musik ab. Sag mir, dass ich was geschafft habe. Sagt es mir. Sagt mir, dass ihr stolz auf mich seid. So, you got the flash. Stepper. Schön und pink. Oh, nee. Violett. Entschuldigung, mein Fehler. Stage select, meine Lieben.
Und erstmal ein kleiner Safe State. Und hier und da mache ich noch die Pharao-Man-Stage. Och komm, wisst ihr, ich bin gerade so gut drauf. Machen wir es. Ich muss ja sowieso an der einen Stelle mit den Stacheln wieder mal Stacheln. Ich glaube, Mega Man 4 ist das Spiel mit den meisten Stacheln. Kann das sein? Ritte. Ich muss ja erstmal sehen, wie ich diese eine Stelle mache. Und jetzt mache ich erstmal auf Spider-Man. Okay, Quiet. Ich weiß ja noch, wie die Waffe abläuft. Oh, ich könnte mir einen Energietank holen, wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme. Kann ich mich vielleicht da hoch? Moment. Also, kann hier gar nicht landen. Vielleicht mit dem Wire. Leute, sollte ich nicht eigentlich im Sand versinken? Moment. Ich versinke nicht mehr im Sand. Ach, jetzt wieder. Aber hier nicht? Dann ist das da kein Treibsand. Dann ist das ein Stehsand. Ja gut, ist mir recht. Ach, ihr Schmeißfliegen, lasst mich doch in Ruhe. Ah, da habe ich Energie, wunderbar. Energie für mich allein. Ach, das wäre doch nicht nötig. Okay, vorsichtig, hoppala. Und nach links fahren, wow. High Five dem Starre geben. Das war kein High Five, das war ein Sit-On. Und naja, gut, ich hatte ein extra Leben am Anfang. Das ist jetzt wieder ausgebügelt. Okay, vorsichtig auf das Skorpion. Vorgehen auf der Poisonous Scorpion. So. In so kleinen Löchern passt er ja zum Glück nicht rein. Aber hier. Sogar zweimal passt er hier rein. Kein Treffer, sage ich euch. Ich werde nicht getroffen. Heute nicht und morgen auch nicht. Ah, verdammt. Okay. Links fallen. Und links. Puh, Dankeschön. Ach, komm schon. Weg. Ah, ich hasse euch, ihr kleinen Marinis. Ich hasse euch sowas von. Ja, ich bin halt ein kleiner Schlauer. Schlauerle. Sehr schön. Was tue ich aufladen? Den Wire. Weil er mir so hilfreich war. So, ich tue dir deinen Kopf, dann kann dein Körper, dann kann dein Kopf nirgends mehr zurückkehren. Ah, verdammt. So, wo kommen die nächste Mumie? Verdammte Kiste. Hier war noch nicht der Mittelpunkt. Nein, hier war noch nicht der Mittelpunkt. Alles nochmal von vorne. Natürlich. Ja, ich glaube, das ist mein Glück. Mein Deppenglück habe ich für diesen Part schon wieder aufgebraucht. Leider. Aber wie komme ich da hoch? Nee, Moment, die Lücke ist zu klein, dass ich da reinkomme. Dass ich irgendwie so reinkomme. Ich muss also irgendwie von ganz nach rechts, aber wo ist der Eingang? Dann könnte ich mir zumindest einen Energietank zurückholen. Wo ist der Eingang zu dem Teil? Da ist der Eingang. Ah, super. Wisst ihr was? Dann nutze ich die Zeit und hole mein Leben. Falsch. So, dann kann ich meine Künste ein bisschen... Hey, ihr schmeißt... Hey, hier ist rechts vor links. Passt mal auf. Ah, da kann ich meine Sprungkünste ein bisschen hier verbessern. Hey. Wohoho. Hier ist 30er-Zone, Freundchen. Das ist mit der 3 und der 0. Nicht der... mit der 3-0-0. Wow. Das ist wohl noch keine Mega Man Overlord 2 Spieler passiert, oder? Dass er kurz vor dem Energietank von einer Schmeißfliege überrannt worden ist. Ganz ehrlich, ich tue mir was drauf einbilden, weil so doof muss man sich erstmal anstellen können. Aber jetzt tue ich mir definitiv den Energietank holen.
Definitiv. Definitiv. Oh mein, ohoho, ho, komm mir nochmal in die Quere, du, ich zerquetsche dich mit meinem Weih. Ich wusste, wusstet ihr das? Man kann den Gegner mit dem Weiher zerquetschen. Okay, wo kam die Fliege? Hüppala. Okay, wo kam die nächste Fliege? Sehr schön, Energietank zurück. Hüppala. Und jetzt einfach wieder runterfallen. Den könnte ich jetzt eigentlich gleich wieder nehmen. Das ist schon Aufwand dann. Vielleicht soll ich auch erstmal wieder Energietanke farmen bis zum nächsten Part, wobei... Naja, gut, meine Damen und Herren, wir wissen jetzt schon mal, wie komme ich zum Energietank. Ich habe die Brightman-Waffe, die Schwäche gegen Pharaoh-Man, nur noch 3 Bosse verbleiben, dann geht es mit den Dr. Corsac-Stages los. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser Part von Mega Man Overload 2 gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns wieder bei der Fortsetzung. Ihr 93 Strobo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.